Hallo, hallo Freunde, chinesische Unterhaltungselektronik. Heute ein neues Video von mir. Es geht um das Innere des Fidget Cubes. Es ist die Frage aller Fragen. Man könnte sagen, es ist die Mutter aller Fragen, was sich im Inneren dessen befindet. Allerdings werde ich nicht wie im Vorschaubild angeteasert dafür mein original japanisches Santoku Damastmesser verwenden, sondern der kleine Bruder, meine gute alte Machete. Denn für so eine filigrane Arbeit wäre, glaube ich, das hier ein bisschen ungeeignet. Außer ich möchte es einfach nur zerhackstückeln. Aber das hebe ich mir für einen Dreifachmord auf, wenn ich irgendwann wegen Frustration und Burnout durchdrehe. Ich mache nur Spaß. Okay, gut. Also, ich bin gespannt, was drin ist. Ihr seid es vielleicht sogar auch. Also, legen wir mal los und sehen zu, ob wir das deine Ding hier auseinandergebaut bekommen. Wer weiß, vielleicht ist hier im Inneren der erste Teil einer Karte, der uns zur vollständigen Beschreibung einer Weltuntergangsmaschine führt, die irgendein verrückter chinesischer Konzerninhaber mal konstruiert hat. Okay, jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich das Ding aufbekomme. Sieht voll kompliziert aus. Könnte sogar eine Weltuntergangsmaschine sein. Stahlmurmel! Sehr krass, hier sind wirklich ein Haufen kleiner Dipschalter drin. So sieht das ungefähr von innen aus, wenn man es auch teils zerstört hat. Da sind Sachen, also da gibt es ja Elemente, die werden reingeklickt, die kriegt man dann nie wieder raus. Also das war jetzt zumindest, habe ich das Gefühl gehabt, da diesen... Wir stellen fest, in dem Würfel ist noch ein Würfel. The Cube in the Cube. Das ist praktisch The Cube 5. Ja, ich denke mal, viel mehr gibt es hier nicht zu entdecken. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das ist nämlich die glatte Seite. Da ist drunter eine Metallplatte. Aber ist die Frage, wofür ist die? Ja, das ist also auf der glatten Seite gewesen. Eine Metallplatte. Ziemlich dickes Ding. Aber es ist die Frage, wofür das natürlich ist. Okay, ich würde sagen, wir haben eines der größten Mysterien der Menschheit gelöst, die bisher nur die Chinesen kannten. Und damit sollte das erstmal gewesen sein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich glaube, mehr auseinandernehmen kann man das Teil nicht. Hier sind jede Menge Dipschalter, das finde ich ganz witzig. Wenn mir mal irgendwo einer kaputt geht, weiß ich ja, wo ich Ersatz-Dipschalter herbekomme. Das war doch mal ganz interessant, herauszufinden, wie so ein Fidget Cube im Inneren aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt. Gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen zu dem Fidget Cube oder habt ihr vielleicht andere Fragen, dann kommt doch auf maschuster.de.
gesehen, da habe ich ein Forum eigens dafür eingerichtet. Da könnt ihr euch Ratschläge oder technische Probleme diskutieren und was weiß ich nicht alles. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.